Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Händen mache. Es gibt endlich mal wieder eine neue Folge. Nicht FL Studio, sondern diese Tracks müsst ihr im Club spielen. Habe ich früher ja en masse rausgebracht. Für die Leute, die dieses kleine Format von mir nicht kennen, ganz kurz erklärt. Ich habe hier heute 12 Tracks für euch vorbereitet. Sind nicht von mir, sondern die, wo ich mir vor kurzem zum Beispiel runtergeladen habe oder auf Beatport gekauft habe. Die zeige ich euch hier in diesem Video, weil mich doch der ein oder andere immer gefragt hat, wo holst du deine Tracks, wie findest du die, kannst du mir eine Playlist schicken, hast du einen Spotify-Link und so weiter. Und die meisten Tracks, die ich verwende, gibt es zum großen Teil nicht auf Spotify, weil es A, Edits sind oder Remixe oder Bootlegs. Deswegen gibt es die meisten nur auf Soundcloud, Beatport, YouTube. Wir können leider nur in den Drop reinhören, weil die GEMA und YouTube, wisst ihr ja Bescheid, die GEMA und YouTube machen leider nicht diesen hier. Deswegen kann ich euch nur einen Teil immer von einem Remix zeigen. Wir gehen rein in den ersten Track, macht die Fenster auf, lasst eure Nachbarn gute Musik hören, denn der erste Track schallert schon ordentlich. Wir fangen an, erster Track, Lana Del Rey, kennt glaube ich, oder sollte jeder von euch kennen. Der Track heißt Say Yes to Heaven und zwar ein Edit von Baureal. Ich weiß nicht, ob ich die immer richtig korrekt ausspreche, aber ist mir auch sowas von egal, weil dieser Remix bzw. dieser Edit ist brutal. Deswegen Boxen aufdrehen, wir starten 3, 2, 1, let's go. Also diesen Track bzw. diese Vocals sollten eigentlich die meisten kennen. So, Boxen auf den. Junge, dieser Acid ist halt brutal und passt halt echt perfekt. Eigentlich simpel gemacht, schöne Kick. Bisschen Acid mit rein. Junge, sehr, sehr geil. Ist schon knapp ein Jahr her. Gibt's wie gesagt nur auf Soundcloud. Ich verlinke euch die ganzen Tracks unten in der Videobeschreibung. Falls ich das vergessen sollte, was vorkommen kann, dann bitte jetzt Video pausieren, hier einfach den Namen abschreiben, auf Soundcloud suchen und ja, ist sogar kostenlos zum Downloaden. Sehr, sehr geil. Und natürlich ein Like da lassen, die Künstler ein bisschen supporten. Wir machen weiter. Nächster Track ist von Slice & Dice, auch ein absolute Duo-Producer-Team. Die machen wirklich krassen Stuff und das ist jetzt kein Remix, das ist ein originaler Track, ist auch schon wieder 2 Jahre alt. Hier in der Beschreibung könnt ihr sehen, gibt es leider nur, oder was heißt leider, den gibt es auf Beatport. Ich habe mir den schon gekauft, weil ich damit halt auch den Künstler unterstützen will, wenn mir die Musik taugt, und ich würde sagen, wir spielen es ab, Abfahrt. Ich sage euch, der Drop, der kommt halt wieder anders böse. Dieser Double Bass, richtig, richtig geil. So, ich sag's euch, ich kann dieses Video eh nicht monetarisieren. Ist mir aber egal, ich mach's für euch. Deswegen, Freunde, Daumen nach oben auf dieses Video. Wir gehen direkt weiter. Track Nummer 3 ist von Wave Cooper. Den müssten die ein oder anderen schon kennen. Der kommt eigentlich regelmäßig in diesen Folgen von mir vor, weil Wave Cooper einfach eine absolute Maschine ist. Macht richtig geile Bootlegs. Wir gehen rein. LSD in den 90s, 5 Monate alt, habe ich mir auch gegönnt. Free Download, also falls ihr ihn haben wollt, runterladen und Abfahrt. Ist halt so ein gute Laune-Song. Track ist für mich eine absolute 10 von 10. Es wird auf jeden Fall noch härter. Freut euch auf diesen Track hier hinten, weil der rasiert, glaube ich, alles ab. Wir machen weiter. Slice & Dice wieder. Ist ein originaler, also eigenproduzierter Track. Turn It Up. Wir gehen rein. Ihr müsst euch mal auf die Vocals konzentrieren. Gänsehaut.
see you drop to the beat in the club. Don't wanna see you stop, move your feet, turn it up. I'm wirklich, dreht jetzt, jetzt die Box da auf. See you drop down, it goes, take a shot. Don't wanna see you stop, move your feet, turn it up. Euch, ich liebe solche Vocals. Track ist vor einem Tag rausgekommen, werde ich mir zu 99,9% kaufen. Hier ist auch der Link, gibt es wahrscheinlich Beatport, iTunes und so weiter oder Amazon sogar. Ich kaufe mir meistens über Beatport, 1,70. Ich glaube, die Tracks sind sogar schon teurer geworden wie vor einem Jahr, aber wenn ich den Künstler unterstützen kann, dann tue ich das gerne. Wir machen weiter mit, wer hätte es gedacht, Wave Cooper. Ein Free-Download ist es immer ganz cool, wenn sie das Fett hier hinterlegen. Freut mich natürlich am meisten, weil wird dann direkt gegönnt. Ist Bad Omens. Ja, wir gehen rein, würde ich sagen. Drop fängt gleich an. Ich bin gespannt. Direkt gute Laune. Und ich sehe gerade, ich habe hier unten schon kommentiert vor 2 Monaten. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich den Track mir gegönnt habe. Diese Bells, Mann, richtig geil. Weiter geht's, Maggie Lindermann. Wahrscheinlich voll falsch ausgesprochen. Pretty Girl, Bravo Remix. Bravo kommt auch das ein oder andere Mal in dieser Folge oder in diesen Folgen vor. Macht auch sehr geilen Stuff. Kostenloser Track, vor 4 Monaten gegönnt. Auch irgendwo hier kommentiert wahrscheinlich. Genau, meistens sieht man es daran, ob ich mir den Track schon runtergeladen habe. Und zwar an diesem hier, an dem Repost. Weil wenn ihr euch einen Track kostenlos runterladet, wollen natürlich die Künstler, dass ihr das auf euren Seiten repostet. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man machen kann. Ich bin gespannt. Wir gehen rein. 3, 2, 1. Abfahrt. Track sollte man kennen. Muss ich stoppen. Ja, gute Laune. Knallt gut. Auf entspannt. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ah, genau, hier habe ich kommentiert. Auch vor 2 Monaten. Falls ihr ihn haben wollt, Free Download, gönnt ihn euch. Und wir machen weiter. Skyfall of Stars, Coldplay, Kevin Kitchen. Also ich zeige euch ja hier eigentlich nur absolute Banger. Die, wo ich selber fühle. Die, wo ich selber sehr, sehr gerne höre. Wenn ich mal wieder auflegen sollte, was jetzt schon wieder ein bisschen her ist. Auch wenn ich zum Beispiel mal wieder einen Twitch-Stream starten sollte und ich da auflegen sollte, spiele ich genau zu 99,9% diese Tracks. Und Kevin Kitchen ist bei mir auch ziemlich weit oben mit am Start. Also von der Top-Liste, die wo ich am meisten höre. Ich würde sagen, let's go! Echt nicht schlecht, Mann. Ist wirklich entspannt, auch kostenlos zum Runterladen. Nächster Track ist eine Premiere, vor 6 Monaten gewesen. Ich habe mir den Track auch schon geholt, konnte man hier kaufen. Wir können ja mal ganz kurz schauen, wenn man auf so einen Link klickt. Nee, ich habe ihn sogar gekauft, 1,65 Euro. Rein in den Job, ich hab Bock. Oh. Track kennt man und die Acids sind natürlich wieder am Start. Üble Synths. Jetzt weiß ich, warum ich mir den Track geholt habe. Ich
kann mich noch ganz genau erinnern, weil ich mich gerade wieder an diesen Track erinnere. Ich habe den im Fitnessstudio rauf und runter gepumpt. Wenn ihr gerade mitten am Satz seid, wenn ihr gerade eure Übung macht, die Motivation nicht mehr da ist, hört euch diesen Track an und ihr stemmt mindestens 10 Kilo mehr. So, jetzt kommen wir zu einer meiner Favorites heute. Wir machen hier gleich mal Vollbild. Klassiker, Restricted, Smells Like Teen Spirit, kennt jeder, hat er in dem Sinne gecovert und geremixed, ist zwar ein neuer Song von ihm, aber die Vocals kennt man und der Drop, absolute Kanone, 10 von 10, wir gehen rein. Yes, bist du deppert? Ja, ein bisschen Hardstyle noch mit rein. Oh, es ist so geisteskrank, was er da gemacht hat. Vor 5 Tagen hochgeladen. Ich bin über TikTok auf diesen Track gekommen. Junge, echt geisteskrank, was er da gemacht hat. Wir kommen jetzt zu den letzten 3 von heute. D12, Purple Pills, Camps Remix ist auch einer meiner Favorite Produzenten, wenn es um druckvolle Kick im Bass Remixe gibt, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich brauche dazu einfach nichts mehr sagen. Vorletzter Track für heute. Lovers to Strangers von Thorsten. Also, ich muss jetzt ganz kurz dazu was sagen. Ich habe vor 2 Jahren sowas im Leben nicht gehört. Wirklich im Leben nicht gehört. Ich habe Remixe, Techno-Remixe gehört, aber sowas geht halt schon ins Hard-Techno für mich. Ich bin erst so auf den Geschmack gekommen, wo ich auf dem Echelon-Festival war. Da gab es auch so eine Stage, wo halt wirklich Hardcore oder Hard-Techno gespielt wird. So richtig Underground-Shit. Ich bin da reingegangen, dachte mir so, komm, gib's den ganzen mal eine Chance. Ich hatte halt immer mal wieder so den Gefallen daran, wieder in diese Halle zu gehen. Ja, so hat sich das bei mir entwickelt. Ich habe Gefallen dran gefunden. Ich bin jetzt nicht der Typ, wo ich jetzt sagen muss, ich muss da rein und ich höre mir das 3 Stunden an. Ich sag mal so 20 Minuten, einmal kurz richtig Gas geben. Ich glaube, dann ist auch wieder genug. Track gefällt mir trotzdem, habe ich mir trotzdem mal gegönnt, kostenlos und so. Und ich würde sagen, wir gehen zum letzten Track für heute, Freunde. Es geht um Ricky Person. Oh, auch ein sehr geiler Produzent. I like the way you kiss me. Ich wünsche euch viel Spaß beim letzten Track. Rein da. Drückt schon ordentlich. Also ich muss sagen, als krönenden Abschluss ist es auf jeden Fall eine entspannte Folge gewesen. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr für dieses Video einen dicken Daumen nach oben da lasst, Kanal abonnieren, auf den anderen Socials vorbeischaut, sind alle unten verlinkt. Ich melde mich ab, Freunde, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Peace.